So, herzlich willkommen zum nächsten FlyFLP. Ja, jetzt geht es erstmal weiter mit Farmen. Ja. Ich würde sagen, na, ich bin nicht ganz sicher, wie lange ich jetzt mache. Also eine Stunde werde ich auf keinen Fall machen, es ist jetzt gerade 5 nachts. Deswegen bin ich gerade dementsprechend fertig. Aber, naja. Ja, dann kriegen wir das erstmal in Enfiberg. Shit. Diese Puppe ist einfach so in der Luft hingehängt, ist das. GG. 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 Was brauche ich denn? Dann brauchen wir bestimmt erstmal eine Party-Scroll. Party-Scroll. Okay. Kann man mit dem Ingenieur geben und eine Party scrollen mit dem Ringmaster? Reicht sogar noch so, gratis Money. Okay. Hier Party bin ich gerade. Ah, okay. Also. Scroll auf Party Level, dann noch eine Trendy. Okay. So, was brauchen wir denn jetzt? Erstmal das TA-Pad, macht Sinn. Sammelpad holen wir es nicht raus, glaube ich, ne. Nope. Wie schaut es mit dem Ringmeister gerade aus? Der hat einiges an DC, so, das ist Melter. So, ganz falsch stopfen. Pad raus, durchbuffen. Okay. Braucht schon wieder ewig zum Buffen wegen den Kack-Trendies. Aber naja. Hä? Ach so. Der kriegt Buff wieder. Ja, komm. Schauen wir jetzt noch rein. Hauptscroll. Wieso kann ich keine Partyscrolls aktivieren? Achso. Ja, ganz egal, irgendwas. So, steht mal auf Schaden. Ach, fuck, ey. Ist doch immer das gleiche, oder? Wieso können die endlich mal, nicht endlich mal irgendwelche Kackscrollen ausbringen, die wir immer halten? Ah, pass auf. Welcher Channel will... Ah. Leck mich am Arsch. Das glaube ich, habe ich richtig hart gefährdet. Wahrscheinlich auch noch mein Channel oder so. Jupp. Genau so ist es. Okay. Hier sind wir bei dem epischen Start. Die ersten 3 Minuten schon wieder für gar nichts irgendwie verkackt. Naja. COH. Okay, zum Glück mal in dem Infobag, das noch, das noch voll ist, also das noch haltbar ist. Wie auch immer. Egal. Was brauche ich eigentlich gerade? Ich wollte noch gerade irgendwas machen. Warte mal. Ah ja, ist kurz klar. So ein Upcut rein, weil ich glaube jetzt ohne Link, ohne Möbel und alles. Ohne Buffpad, also. Praktisch auf geringstem Schadensniveau. Mehr oder weniger. Okay. Sachi Potato, oder wie heißt es jetzt? Das hat irgendwie eine andere Firma aufgekauft, oder wie auch immer. Ich sagen zwar bloß, das ist bloß irgendwie so eine Partnerfirma, so, aber ich glaube, die wurden aufgekauft. Bin mir relativ sicher. Auch wenn es keinen Sinn ergäbe. Aber, naja. Ja, auf alle Fälle, die haben jetzt irgendein neues Game rausgebracht. Ich sag eigentlich, das ist trotzdem mit Chipotle, weil ich jetzt gerade nicht den genauen Namen weiß.
Irgendwie so Age, wie ähnlich wie Age of Wulin, so eine Mischung irgendwie. Also ich habe es noch nicht angeschaut und so. Einfach schon mal, weil es ein Chibo-Taito-Game ist, habe ich im Bock getroffen. Das ist alles. Das ist einfach, weil dieser extremst übertriebene Geldgeilheit, das ist einfach für den Arsch. Ich meine, wenn Free-to-Play, dann wirklich Free-to-Play und nicht Pay-to-Play. Also ich meine, was Fly From Off jetzt ist, es ist Pay-to-Play. Es hat nichts mehr, aber echt wirklich gar nichts mehr mit Free-to-Play zu tun. Ich meine, du musst Geld zahlen, um überhaupt erstmal irgendwie leveln zu können. Mehr oder weniger. Ich meine, ein Typ, der kein Geld für Fly From Off ausgegeben hat, der kann am bestimmten Level nicht mehr leveln. Also. Also, ich würde das gerne Pay-to-Play nennen. Das. Alles andere stimmt nicht, weil ich meine. Auch wenn man farmen kann und so, aber wenn man irgendwie pro Stunde im Office, was weiß ich, theoretisch nur. Ja, ich meine, selbst das Farmen braucht man schon mal Equip. Also man kommt nicht drum rum, man muss irgendwie Geld ausgeben. Und das nicht nur einmal und nicht nur irgendwie 2 Euro so, sondern um erstmal farmen zu können, brauchst du wahrscheinlich schon mal. Ja, musst du wahrscheinlich ja, gut und gern um die 100 € so ausgeben. Gut, ich meine, klar, man kann das natürlich auch mit irgendeinem Kacknapp-Equip und so machen, aber. Vernünftig farmen oder einigermaßen sinnvoll farmen, sag ich mal. Ohne dass man irgendwie, was weiß ich, ewig lang da rumhängt. Also, da musst du schon 50 bis 100 € ausgeben und selbst dann, ich meine, 100 € sind, okay, mittlerweile sind es glaube ich 100 Millionen, nee, 10 Milliarden? Wie viel waren das? 10 Milliarden waren, 1 Milliarde. 10 €, ja. Ich meine, ein Equip für 10 Milliarden, ich meine, das ist alles brauchst, so von erst mal ein bisschen Schmuck. Vielleicht ein Soul-Schmuck-Set oder so, ist bestimmt nicht falsch. Vor allem, wenn du zum Beispiel das Tramlok farmst oder so mit dem Jester, brauchst du Soul-Schmuck auf alle Fälle. Mehr oder weniger. Ja, dann erstmal noch irgendein Restreset oder generell halt irgendein Set, naja. Jesus seit irgendeinem Set, vielleicht sogar mit HP, zum Happen oder so. HP, STR seit irgendwie so. Und, ja, naja, okay, ich denke mal, für ein halbwegs ordentliches Jojo plus Set plus Schmuckset, ja, 50 bis 70 € bist du, glaube ich, schon mit dabei. Ich weiß nicht die aktuellen Preise im Off-Life, aber. Ich denke mal so 50, 70 ist relativ realistisch. Aus welchem Grund auch immer ich gerade noch hier irgendwie versuche, irgendwie Hit and Run zu leveln oder so, also ich brauch's nicht mehr. Weil die Dinge hauen mich sowieso nicht down, also. Na egal. Ach ja, jetzt hätte ich mal noch schauen sollen, kurz werden. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir bisher gefarmt haben oder so. Ich weiß es nicht. Ich denke mal so um die 20 bis 40 Boxen etwa bisher. Kann doch nicht genau sagen, also. Ich glaube, man irgendwie vor bei 228 Upgrade-Boxen. 300. Nee. Nee, warte mal, wie viel waren wir denn? Die müssen wir mit 28 hervorgelesen. Oder es waren. Patent Setboxen, keine Ahnung, wie auch schon das war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht habe ich mich einfach vor auch noch verschaut oder so. Also, ja, ich denke mir so 30 Boxen bisher kommen ganz gut hin. Paar Skills laufen noch, okay, 18 Minuten. Für den Fall aller Fälle habe ich auch noch eine Partyscrolle bei. Wobei ich nicht vorhabe, ich noch so lange farmen werde. Also ich denke manchmal halt noch 2 Folgen insgesamt raus, also insgesamt 2 Folgen raus. Wenn wir jetzt 9 Minuten und dann mache ich nochmal 3 Minuten, müssen wir bei, ja, 12 Minuten. 12 oder 2x13, irgendwie sowas in der Art. Ging auch. Okay. Naja, wir droppen echt auch ganz ordentlich.
Also das beschweren kann ich mich hier gerade nicht. Ich bin jetzt bei 438 Boxen insgesamt. Und angefangen habe ich irgendwie bei, ich glaube, knapp unter 400. Ja, 44 jetzt, naja. Das hat auf alle Fälle was, also. Ich meine, wir haben jetzt hier vorne mal zwei Lightning Cards 7% verkauft. Das waren insgesamt 4 Milliarden. Die Preise sind jetzt zum Glück nicht mehr gestiegen. Was echt auch Zeit wurde. Trocknen sie eigentlich immer noch? Ja, trocknen leider noch im B-Karten. Naja. Immerhin, also. Ich meine, wie ich die B-Karten oder die generell die Karten hier gefarmt habe, da gab es die zu Hunderten, also da habe ich innerhalb von einer Stunde. Ich weiß es gar nicht. Auch von den Prozentkarten, so habe ich einige hundert pro Stunde gefarmt. Also von 4% Karten. Einige hundert. Jetzt haben sie ja zum Glück wieder Trabrate runtergenommen, also ist, jetzt ist das ja normal. Also relativ normal. Und ich weiß teilweise auch so, auch wenn ich früher selber immer geflamed habe und so, kriegen wir gar nichts mehr fertig und so. So schwer kann das nicht sein und so. Aber letztes Mal so zurückgedacht in so einen Minecraft-Surfer und weil ich ja echt noch immer so ganz gerne mit Plugins und so rumspiele und auch wenn es aktuell so ein Zwei-Mann-Surfer ist, also wo kann praktisch nur ich und ein Freund drauf spielen und so, bastel ich echt teilweise echt trotzdem noch ganz gerne rum und so und probiere ein bisschen aus und ja. Mittlerweile habe ich den Surfer eigentlich schon so fast auf das Niveau gebracht von dem Public Surfer. Also von Spawn über Plugins und alles. Gut, ist natürlich kein permissions Plugin, das ist klar, das wäre Schwachsinn, aber also alles bisschen, ja, mehr oder weniger ready for public aufgebaut und mit Portalen zu allen wichtigsten Sachen und so und auch Warps und so habe ich sogar schon gemacht. Also. Weil ein Freund von mir, ja, also, ja, ich bin nicht ganz alleine auf dem Surf, beziehungsweise nicht nur zu zweit, ab und zu ist auch immer noch Tom dabei oder sowas, also, ja. Und es ist an sich so, ja. Kann man schon sagen, dass das Ganze, ähnlich ist wie auf manchen Public Surfern, also, naja. So wie ich. Ah, nein, geil. Was hab ich denn hier? Nope. Ach, fuck. Ah. Ich glaube ja doch, Lightning Cards 4%. Ich dachte mir, ich glaube nur so wenig, aber ich hatte noch 3-7% Karten drin und deswegen dachte ich mir, hä? Ich droppe gleich gar keine irgendwie, wer verändert sich gar nichts. Tja, tut's leider doch. Also tut zum Glück doch. Okay, ich sag's soweit, danke mal fürs Zuschauen und bis zum nächsten LP.